Saudi-Arabien. Die Saudis hassen den Iran aus religiösen Gründen, aber seit Jahrhunderten sind die religiösen Unterschiede eigentlich recht nebensächlich gewesen. Seit es jetzt aber um Öl geht, sind die religiösen Unterschiede plötzlich wahnsinnig wichtig in den beiden Ländern geworden. Es geht dann um die Frage, wer kontrolliert den Ölexport aus der ölreichsten Region der Welt? Der Iran kontrolliert bereits die Straße von Hormus, wo knapp ein Viertel der weltweiten Ölproduktion darüber verschifft wird. Und Saudi-Arabien hat bis jetzt lange Kontrolle gehabt über die Suezkanalroute, wo sogar etwa 40% vom weltweiten Ölhandel darüber verschifft wird. Das sind 4 Millionen Fässer Öl pro Tag. Da geht es also um wahnsinnig viel Geld. Kriegsgegner von den Saudis sind eben die Anhänger von den Houthis. Gemäss den Saudis handelt es sich dabei um Terroristen und Drogenbaronen, die vom Iran kontrolliert sind. Aus der Sicht der Houthis selber geht es darum, dass sie nicht mehr an den Rand gedrängt werden. Sie wollen natürlich Machtretour, wie sie jahrhundertelang im Jemen hatten. Sie sagen, sie setzen sich ein für soziale Gerechtigkeit und für das Ende der Korruption, die seit dem Bürgerkrieg überhand genommen haben. Wir im Westen neigen dazu, die Sicht der Saudis über die Houthis zu übernehmen. Das hat auch damit zu tun, dass die USA den gleichen Erzfeind hat wie Saudi-Arabien. Und wir neigen dazu, das Bild auch zu übernehmen von diesen Houthi-Rebellen, die irgendwie halbe Terroristen sind. Das ist höchst problematisch. Dem entgegen kommt natürlich die Kriegsfahne der Houthis. Das ist schon eine sehr unsympathische Sache. Die Anhänger der Houthis haben so eine Kriegsfahne, wo sie rot drauf schreiben: Tod USA, Tod Israel, Tod der Juden. Das ist natürlich schon sehr unsympathisch. Und da reicht es auch nicht, wenn dann die Vertreter der Houthi-Anhänger sagen, ja, also das ist selbstverständlich metaphorisch gemeint, niemand soll sterben, es geht um den Tod von der Politik von USA und Israel. Naja, im Krieg wird das zumindest eben nicht mehr metaphorisch verstanden. Ist also wirklich sehr eine ungünstige Fahne. Man darf aber auch nicht so die gleiche tun, als hätten irgendwie die Saudis weniger Hassprediger als die Houthis. Also das ist ganz sicher nicht der Fall. Und was eben praktisch nie gesagt wird über die Houthi-Rebellen, ist, dass sie etwa ein Drittel der Bevölkerung vom Jemen hinter sich haben. Und dass der Teil der Jemeniten auffällt durch ihren hohen Bildungsgrad. Die zaididische Richtung ist nämlich eigentlich noch die einzige muslimische Religion, die sich auf die Philosophie der alten Griechen bezieht oder die von dort ganz stark geprägt worden sind. Rationale Argumente haben ganz ein besonders hohes Gewicht in der Religion der Zaiditen, also im kulturellen Hintergrund auch von diesen Houthi-Rebellen. Die Houthis werden auch nicht nur von ihren eigenen Anhängern unterstützt, sondern auch noch von den Anhängern vom alten König von Jemen, von den Sali-Anhängern. Der König hat Sali geheissen und der hat das Land jahrzehntelang regiert. Er ist dabei unterstützt worden von den Amerikanern. Sie haben seinen Soldaten gezeigt, wie sie kämpfen, und man hat sie mit Waffen unterstützt. Und vor dem Krieg, sagt man, haben die Sali-Anhänger Kriegsmaterial und Waffen im Wert von etwa 500 Millionen US-Dollar in ihre Hände bekommen. Das heisst also auch, dass die Amerikaner Saudis unterstützen mit Waffen gegen einen Feind, der von ihnen vorher mit Waffen unterstützt worden ist. Saudi-Arabien sagt selbstverständlich nicht, dass sie Krieg führen gegen den Jemen. Sie sagen, sie helfen im Jemen, die tätigen Rebellen zu bekämpfen. Saudi-Arabien unterstützt nämlich den Hadi. Das ist der offizielle Präsident von Jemen,
wo 2011 nach dem arabischen Frühling, wo der alte König gestürzt worden ist, installiert worden ist von Saudi-Arabien und seinen Freunden. Der Hadi-Typ, der ist dazu mal gewählt worden mit 100% der Stimmen. Weil es hat keinen anderen Kandidat gegeben, man hat nur den können wählen oder gar nicht. Und tatsächlich ist darum eigentlich so gut wie niemand auf der Seite von dem Hadi. Er selber ist nicht einmal in Jemen, sondern er befindet sich in Saudi-Arabien, wo er darauf wartet, bis die Saudis das Land erobert haben, dass er es dann kann regieren. Es gibt natürlich schon Stämme in Jemen, die Saudis unterstützen. Viele der jemenitischen Stämme unterstützen die Seite, die ihnen momentan in der aktuellen Kriegssituation gerade am meisten nützt. Ebenfalls werden Saudis unterstützt von den jemenitischen Ablegern der Muslimbruderschaft und von der Al-Qaida. Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel ist der mächtigste Ableger von der Qaida. Bei uns sind sie vor allem bekannt von ihrem Anschlag auf die Karikaturisten von Charlie Hebdo. Qaida gibt es schon sehr lange in Jemen und seit man angefangen hat, ihre Feinde Tutis bombardieren, sind sie so richtig aufgeblüht. Vor dem Krieg in Jemen hat der Westen, auch die USA, noch schöne Freude gehabt an den Houthis, weil sie eben die Qaida so effizient bekämpft. Man hat sogar gesagt, zum Glück haben wir die Houthis in Jemen. Niemand bekämpft dort die Qaida so effizient und so stark wie die Houthi-Rebellen. Dort hat man eben noch nicht Rebellen gesagt. Die Anhänger von diesen Houthis. Und jetzt? Al-Qaida blüht also auf, hat aber auch ernsthafte Konkurrenz bekommen, und zwar vom sogenannten Islamischen Staat. Der IS breitet sich immer mehr aus im Jemen. Er hat nämlich ein geistiges Produkt, das sich sehr gut verkauft. Er behauptet, es sei nicht nur kriegsbedingt eine Weltuntergangsstimmung. Nein, der Weltuntergang findet tatsächlich statt. Und darum gibt es auch nicht mehr verschiedene Parteien, sondern es gäbe eigentlich nur noch die Guten, also die Anhänger vom IS, und die Bösen. Und das Gericht von Gott, das kommt jetzt dann bald, und die, die auf der falschen Seite sind in dem letzten grossen Endkampf, die werden nachher gebrötelt in der Hölle. Das ist der Grund, warum der IS gefährlicher ist als die Al-Qaida. Der IS macht nämlich gezielt Angriff auch auf die Zivilbevölkerung. Unschuldige Männer, Frauen, Kinder, sofern es Schiiten sind zum Beispiel oder sonst fürs ewige Feuer verurteilt, die kann man ja jetzt schon töten, weil die Zeit ist für sie sowieso abgelaufen. So denken die Anhänger vom Islamischen Staat. Sie haben also ein ganz starkes Schwarz-Weiß-Denken. Und das kommt in der aktuellen Weltuntergangsstimmung im Jemen recht gut an bei den Leuten, bei immer mehr Leuten. Und das ist natürlich wahnsinnig gefährlich. Die meisten Leute im Jemen haben aber überhaupt gar keine Ahnung von so Sachen. Das sieht man sehr schön in dem Film vom Schweizer Fernsehen, der vor ein paar Wochen rausgekommen ist. Ich verlinke ihn hier in den Quellen nachher. Saudi-Arabien greift in Jemen an, ein reiches Land greift ein armes an. Auf dieser Karte hier nebenzu sieht man die Verteilung des Bruttoinlandprodukts. Schwarz bedeutet, das Land hat einen hohen BIP und gel bedeutet sehr niedrigen. Jemen ist schon bereits vor dem Krieg das ärmste arabische Land und Saudi-Arabien eines der reichsten. Es geht also hier einen grossen, starken, mächtigen gegen einen kleinen, schwachen, der jetzt ganz vertrampelt wird. Und genau gleich wie im Mobbing ist es auch hier so, der grosse, starke, der geht nicht allein, der nimmt noch andere mit. Bei der Militärkoalition dabei sind die Vereinigten Arabischen Emirate, Kuwait, Katar, aber auch Jordanien, die alle mit ihren Flugzeugen helfen, Bomben abrühren.
Es ist nicht etwa so, dass die Verbündeten alle an einem Strick würden ziehen. Selbstverständlich haben auch die ganz verschiedene Unterziele und wollen alle ein möglichst grosses Stück vom Kuchen haben. Eines der weiteren Länder, die Saudi-Arabien in dem Krieg unterstützt mit Bomber, ist Bahrain. Bahrain ist der Krieg gerade sehr gelegen gegen den Jemen. Weil seit dem arabischen Frühling gibt es dort Aufstände. Die Leute wehren sich gegen das Herrschergeschlecht, das ja, dafür bekannt ist, dass sie die Menschenrechte mit Füßen tritt. Pressefreiheit kommt dran, Frauen und Kinder kommen dran, vor allem Schiiten. Man hat von Kinderfolter geredet, alles also ganz furchtbare Sachen, die in dem Land abgehen. Und die Bahrainer Königsdynastie, die sagt jetzt einfach, all die Aufständischen da, die etwas gegen uns haben, das sind in Wirklichkeit eben auch iranische Verschwörer. Die Saudis haben ja schon immer gewusst, der Krieg gibt ihnen also eine wunderbare Ausrede, auch gegen die Gegner im eigenen Land vorzugehen und die brutal zu unterdrücken. Ebenfalls schickt Ägypten ein paar Bomber. Warum? Sie sagen natürlich, ja, sie müssen mithelfen, den Suezkanal zu sichern, aber man weiss es ganz genau, seit dem Putsch vom Militär 2013 braucht Ägypten die Investitionen von Saudi-Arabien und von anderen arabischen Ländern. Es kann sich wirtschaftlich, finanziell, kann die Regierung, die aktuelle in Ägypten, kann sich nicht leisten, nicht mitmachen in dem Krieg. Sie sind nämlich gekauft von den Saudis. Ebenfalls gekauft von den Saudis ist der Sudan. Der Sudan schickt dann nicht nur Bomber, sondern auch Bodentruppen. Saudi-Arabien hat dafür versprochen, ganz zünftig in die Wirtschaft, in die Landwirtschaft zu investieren im Sudan. Sie haben bereits 1 Milliard bekommen. Dann Senegal, das einzige nicht-arabische Land, das die Koalition unterstützt, und zwar mit Söldner. Ebenfalls Söldner dort Mauretanien zur Verfügung stellen. Und die Vereinigten Arabischen Emirate haben hunderte, mindestens 800 Söldner von Kolumbien können importieren, dank der Hilfe von einem superreichen amerikanischen Händler. Unter den Kolumbianern hat es auch Soldaten aus Panama, aus El Salvador und aus Chile. Eritrea stellt den Saudis und seinen Verbündeten seinen Luftraum zur Verfügung, damit die Bomber wenden können. Und es gibt ihnen auch Soldaten, die mitkämpfen im Krieg. Und das finde ich ganz einen heiklen Punkt, weil Eritrea ist berüchtigt für die brutale Militärdiktatur, wo gerade der Militärdienst selber der Grund dafür ist, dass ganz ein Haufen flieht. Etwa 500.000 Eritreer haben das Land verloren, sind geflohen weg dieser Militärdiktatur. Etwa ein 20. Fall dieser Leute haben wir hier bei uns in der Schweiz. Und jetzt tun die Saudis die eritreische Diktatur unterstützen. Und ich meine, da stimmt doch irgendetwas nicht. Mehr Westler sind auf der Seite der Saudis, die einen Diktator unterstützt, die Flüchtlinge generiert, die dann zu uns kommen. Da geht doch irgendwie nicht recht auf, nicht für uns. Und damit habe ich es auch schon angesprochen, Saudi-Arabien wird auch vom Westen unterstützt. Also das Bündnis von sunnitischen Ländern gegen eine andere Richtung vom Islam wird von christlichen Ländern unterstützt mit Waffenlieferungen, allen voran von den USA, vom Vereinigten Königreich, von Frankreich, von Belgien, von den Deutschen, von den Österreichern und auch von uns.